alles sei, wo mir eben Freiheit heißt. Werden viele mich fragen, was für mich Freiheit heißt. Was für ein großes Gefühl, was für große Erwartungen, die ich fühle, was für große Verantwortung, was für eine große Bürde zu beschreiben, was für mich die Freiheit heißt, was für eine große Hürde. Ich kann nur meinen kleinen Teil dazu beitragen. Freiheit kann man nicht eingrenzen, Freiheit muss man ausatmen. Ist das Einzige, was zählt? Freiheit bedeutet sein, wie ich bin. Freiheit heißt für mich Fehler machen wie ein Kind. Und wenn's sein muss, fall ich halt hin, doch ich steh wieder auf. Freiheit heißt zögern nicht, sondern lauf. Wenn du weißt, was du willst, dann tu es. Wenn nicht, dann tust du es auch. Freiheit bedeutet frei sprechen, frei machen, frei bleiben. Mauern, die die Angst vom Versagen errichtet, einreißen. Mut haben. Freiheit bedeutet auch zu enttäuschen, sich selbst zu erfüllen, anstatt die Erwartung von anderen Leuten. Freiheit heißt auch Entscheidungen treffen. Freiheit heißt, sich hin und wieder auch die Freiheit zu nehmen, die Meinung zu wechseln. Freiheit heißt, es macht manchmal auch Sinn, dass meine Freiheit da enden muss, wo die Freiheit eines anderen beginnt. Aber Freiheit darf niemals heißen, entsagen von unseren Rechten, nach ihr zu leben, zu streben und frei über sie zu sprechen. Mit meinen Texten kann ich nur meinen kleinen Teil beitragen. Freiheit kann man nicht eindämmen, Freiheit muss man ausatmen. Ist das Einzige, was zählt? Ist das Einzige, was zählt? Freiheit, was für ein großes Wort. Ich hab gehört, dass du grenzenlos bist. Trotzdem kennen viele Menschen dich nicht. Sie kämpfen für dich. Manche mit Reden, Schweigen und Beten. Andere mit Macheten, weil andere Perspektiven fehlen. Du bist für jeden was anderes. Und umso paradoxer ist es, wenn man Politiker um dich handeln lässt. Du bist das Recht, du bist das, was jeder verdient. Niemand sollte um dich bitten müssen, nirgendwo nie. Du bist so intim und persönlich wie die innersten Wünsche und Träume. Doch die verwirklichen nur wenige Leute. Manche glauben wirklich, man könnte dich kaufen, andere laufen. Laufen zehntausende Kilometer durch Wüstensand, weil sie an dich glauben. Migranten lassen ihr Land zurück, nur für dich, in der Hoffnung auf dich. Und manche finde ich trotzdem noch nicht. Manchmal opfer ich einen Teil von dir, um andere zu haben. Und manchmal muss ich mich trennen, um dich mehr zu erfahren, denn du bist Freiheit. Ist das Einzige, was zählt? Weil das Album eben Freiheit heißt, werden viele mich fragen, was für mich Freiheit heißt. Was für ein großes Gefühl, was für große Erwartungen, die ich fühle, was für große Verantwortung, was für eine große Bürde zu beschreiben, was für mich die Freiheit heißt, was für eine große Hürde. Ich kann nur meinen kleinen Teil dazu beitragen. Freiheit kann man nicht eingrenzen, Freiheit muss man ausatmen.